Einen wunderschönen guten Tag aus meinem Atelier. Ich bin Albina Dvorzec, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und meine Experimentierung mit Pouring geht weiter. Heute wollte ich auf einem Bild, damit wir so sehen, wie die Farben sich verändern und der Unterschied von Technik Flip Cup und Open Cup. Da mache ich auf diesem Bild praktisch, ich liebe Feng Shui, das ist praktisch wie Yin Yang. Eine Seite wird Open Cup, dafür brauchen wir abgeschnittenen Becher. Und die andere Seite mit Flip Cup, dann machen wir die Farben praktisch in Becher und der Becher wird umgekippt. Und ich würde natürlich mit Flip Cup anfangen, weil das ist dann einfacher, das Becher auf den Leinwand stellen und dann Leinwand umdrehen. Und bei Flip Cup ist wichtig, dass wir die Farben schichtenweise in unsere Becher gießen. Und hier sind die Farben. Wir haben gesagt, wir machen für Open Cup und für Flip Cup alle gleiche Farben. Der Unterschied wird nur bei zwei Türkisen sein. Einmal ist ein bisschen dunkler, einmal ein bisschen heller. Und da machen wir auch so ein bisschen, was reagiert besser, was ist schöner. Man sieht bei der Farbe, das ist ein bisschen heller. Und Amsterdam-Farben sind sehr schwierig für Fluidart. Und ich habe für mich jetzt diese Bösner Acrylstudie entdeckt. Coole Sache, 1:1 Mischverhältnis, einfach Hammer. Und der Rezeptur steht natürlich alles unter dem Video. Und jetzt fangen wir an mit dem Flip Cup. Und da ist das wichtig, das wollte ich noch sagen, es ist wichtig, dass unsere alle Farben immer den gleichen Konsistenz haben. Wir nehmen praktisch die Farbe und man sieht, wie schön das fließt, wie regelmäßig das fließt. Das ist so wie flüssiges Honig. Ja? Das ist sehr wichtig. Und egal, was für Farbe ich nehme, die sollten alle so fließen. Dann nehme ich dieses Grün nochmal, weil der Grün, finde ich, das ist so eine schöne Farbe. Und wie ihr seht, das fließt einfach genial. Ja? Und das ist wichtig. Das kriegt man natürlich mit der Zeit, dieses Gefühl, wie dick muss die Farbe sein. Aber wenn er genau die Rezepturen folgt, was ich angebe, dann habt ihr auch immer, das verspreche ich euch, gute Ergebnisse. So, jetzt haben wir unsere Farben und sie werden, wie gesagt, schichtweise für Flip Cup in den Becher gegossen. Und was sollt ihr noch wissen? Die Farbe, die am wenigsten in den Becher kommt, entfaltet sich am meisten. Ich fange mit Silber an. So langsam gießen, dann würde ich das jetzt leuchtendes Grün nehmen, langsam gießen, dann nehme ich dazu für den Kontrast ein dunkleres Grün, ein helleres Grün, das ist so Gold. Grün heißt gelb-grün metallic. Wie gesagt, ich habe das gestern, ist das jetzt so, jetzt nehme ich Türkis. Der Bösner war auf und da könnte man endlich alle Farben live anfassen. Und ich habe ein paar Farben gekauft. Ja, wer der Bösner kennt, weiß, das ist so ein bisschen machsuchtig. Pouring auch übrigens. Jetzt noch ein bisschen Silber. Und so könnt ihr das schichtweise für Flip Cup eure Farben in Becher gießen. Und ich nehme jetzt ein bisschen mehr von dieser Farbe. Und noch ein bisschen von Türkis. Ein kleiner Schluck. Und ich nehme absichtlich jetzt für die Farben hier in Becher gar kein Weiß, weil wir wollen ein grünes Bild haben. Und wir haben festgestellt, Weiß macht das Ganze so ein bisschen zu, naja, pastellig, das wollen wir nicht. Und hier, wie ihr seht, das Ergebnis ist einfach Hammer. Da haben wir alle meine Farben. Wichtig ist, dass die Farben sich nicht vermischen. Wenn die Farbe zu dünn ist, dann vermischen sie sich. Aber hier hat alles geklappt auf den ersten Blick. Und jetzt nehme ich einfach meinen Becher. Und bevor ich das denn nehme, würde ich meine Leinwand leicht mit Tiefgrün flüssig sozusagen. Ich mache jetzt hier keine Grundierung, ich mache nur Leinwand ein bisschen nass, damit die Farbe ein bisschen besser fließt und damit die Poren, das vergleiche ich immer so ein bisschen wie wenn man Wand spachtelt,
Dann nimmt man das auch, damit die Farben besser haften, an die Ränder auch. So ganz regelmäßig verteilen. Und ich benutze fast alle Materialien, wie gesagt, entweder von Bösner oder von Gehrstecker. Und die Materialbeschreibung findet ihr im Video. Jetzt ist das ganze Leinwand nass. Ja? So, und wie gesagt, die Ränder auch. Das ist nicht so pitschnass, das ist nur so eine dünne Schicht. Wenn er merkt, dass es zu viel ist, jetzt merke ich das jetzt hier, dann macht er so ein bisschen wenig. Ja? Das heißt, so richtig alles weg. Und damit die Blasen wegkommen, weil wenn wir das grundieren, dann kommen so kleine Luftblasen auf Leinwand. Und das wollen wir natürlich nicht. Und dann können wir mit dem Heißpistole das so ein bisschen wegwischen. Ja, dass wir dann keine Luftblasen, oder wenn ihr merkt, dass irgendwelche Staubpartikeln, das muss man auch natürlich weg. Alles drin. So. So, und jetzt nehme ich meinen Becher, ja, das ist jetzt Flip Cup, mache ich meine Leinwand so, ja, stelle ich das einfach runter, halte fest, ja, und wenn es gut läuft, dann muss ich das einfach drehen, zack, und ich lasse das erstmal einfach stehen, hat er sich, bis die ganze Farbe ein bisschen runterfließt. Mache, dass das ein bisschen Luft raus. Opa. So, dann kann er das, dann wird die Farbe jetzt ganz runterfließen. Wenn er sieht, dass das nicht so, dass keine Farbe rauskommt, dann muss er das Becher ein bisschen hochheben, damit die Farbe rausfließt. Ja? Und auf andere Seite, so praktisch auf andere Seite, mache ich jetzt meine Lieblingstechnik Open Cup. Ja, dann hier kann ich auch schon ein bisschen weiß gießen an die Ränder, damit die Farben sich schon vermischen. So. Und ich nehme einen Becher, geschnitten, dann würde ich das hier auch so ein bisschen bewegen, dass das eine da fließt praktisch und der andere wird da fließen. So, jetzt machen wir noch ein bisschen mehr Weiß. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler. Ich wollte das nicht in Weiß gießen, sondern in Silber. Fehler ist das ist nicht so schlimm. Ich packe diese Farbe einfach ein bisschen zur Seite. So, das ist praktisch wie Vorgrundierung, nicht so schlimm. Hier mache ich das weg. Ja? Und wenn ihr seht, dass die Blasen im Bild sind, dann muss man sie einfach dann so ein bisschen, ja, das so ein bisschen kaputt machen. Aber das machen wir auch mit Föhn. So, weil wir haben vorher ein Bild gemacht mit Weiß. Und dann haben wir festgestellt, dass es war zu milchig und wir haben gesagt, wir gießen das in Silber. Deswegen, so, genau, richtig aufgepasst. So, jetzt kommt der Becher da. Und bei Open Cup lasse ich die Farben reinfließen, so eine nach der anderen. Und hier, wie gesagt, nehmen wir andere Türkis, der ist ein bisschen intensiver. So. Und die Farbe, die am wenigsten sozusagen, die wir am wenigsten haben, entfaltet sich am meisten. Wir wollen, dass unser Bild grün aussieht. Und für die Kontrasten benutzen wir dunkelgrün. Und wie ihr seht, der Becher fängt an zu laufen. Ich liebe das. Und hier für Kontrast nehmen wir richtig dieses leuchtendes Grün nochmal. Das geben wir zu Ende. Und hier an die Seite kann man schon sehen, dann entstehen schon Effekte, die wir brauchen. Zack. Würde ich nochmal Türkis nehmen. Dazwischen ein bisschen Silber. Und der Rest würde ich sagen, gebe ich dieses Grün. Ja, der Becher fängt an zu bewegen und da drinnen steht dieses schönes Leben. So,
Zack. So, und jetzt hier sollte ich ein bisschen kurz warten, dass die Farben sich entfalten. Und bei diesem Becher, das muss ich das einfach so ein bisschen hochheben und runterziehen. Und dann fließt die Farbe praktisch aus dem Becher auf meine Leinwand. Das muss ziemlich schnell passieren. Dann so und ziehen. So. Der Rest. Zack. So. Jetzt sieht das schon grün, was wir brauchen, ja? Ja, ich mache das so mit einem Mädchen, wie gesagt, dann wird das große Bild danach geburt. Und das war uns wichtig, was für Farben wir nehmen und was mit was wir mischen. Hier am Rand mache ich noch ein bisschen Silber. Und hier, ich mache das immer so bei Open Cup, dass ich der Becher so ein bisschen rausdrehe. Ja, und dann da in die Mitte habt ihr auch schöne Effekte. Das ist so ein bisschen so wie Pfau. Dann zack, raus. So, jetzt kurz abwarten, ja, damit die Farben sich so ein bisschen anfangen zu entfalten. Wenn wir, wie gesagt, Silikonöl benutzen, benutzen wir Föhn, damit die Poren sich entfalten. Und hier sehe ich gerade, ich habe ganz viele Luftblasen. Die können wir auch mit unseren Heißluftpistole ein bisschen wegblasen. Ja, das geht um diese Poren. Wenn welche nicht weggehen, das schaut ihr, das ist so viel Luft dazwischen. Hier nicht, aber hier war das wichtig. So, wie gesagt, ganz leicht drüber gehen, damit die der Luft praktisch weg ist. Und jetzt fängt das Spannende. Langsam das Bild bewegen. Und hier würde ich sagen, da habe ich genug Farbe da. Mal schauen, vielleicht sollte ich da noch ein bisschen Farbe dazu geben. Aber jetzt, hier ist ganz viel Weiß. Da fangen wir da an, damit der Weiß erstmal sozusagen hier wegfließt. Da könnte man das mit Finger ein bisschen helfen, damit die Farben richtig fließen. Und wichtig ist, das ist das größte Fehler sozusagen am Anfang, dass die Leute zu hektisch sind, dass sie das zu schnell das Bild bewegen und dann verschwindet halt den ganzen Muster. Das müssen wir nicht machen. Deswegen langsam bewegen. Bei Kindern sage ich immer langsam und schön. Aber hier ist das auch so der Fall. Ja, keine Hektik. Praktisch eine Ecke nach der anderen gefüllt wird. Hier fällt ein bisschen Farbe. Das können wir hier ein bisschen füllen. So. Und ich mag das immer so, dass ich von einer Seite dann zur anderen gehe. Ihr könntet das natürlich anderes gießen. Man kann erstmal nach links, erstmal nach rechts. Aber ich würde sagen, hier würde ich hier nach unten jetzt gehen. Und wenn ihr merkt, dass die Farbe nicht so fließt, da könnte man entweder noch weiße Farbe oder was ist eure Grundfarbe dazu gießen oder halt ein bisschen mit Finger hier nass machen, dann fängt das auch das Ganze in die richtige Richtung zu bewegen. Ja, so kann man auch ein bisschen helfen. Wie gesagt, hier haben wir zwei verschiedene Techniken benutzt und kein Silikonöl. Und trotzdem seht ihr, dass diese Metallicfarbe öffnet auch. Da oben sieht man schon. Und je mehr wir Bild praktisch bewegen, so, desto mehr öffnen sich die Poren. Je nachdem, was ihr machen wollt, weil hier öffnen sich so die grünen Zellen. Das ist so irgendwie schön, das ist wie bei anderen Bild, ja? So, wenn man dann so weiter ein bisschen Bild bewegt und hier öffnen sich die
anderen. Und dann am Ende, wenn das Bild gegossen ist, einfach unten mit dem Finger sozusagen runterfahren, die restlichen Farben sammeln. So, jetzt habt ihr gesehen, so Flip Cup, Open Cup, zwei verschiedene Techniken auf einem Leinwand. Und so ganz großen Unterschied ist das sozusagen, kann man sagen, nicht. Nur bei Open Cup haben wir die Strichen sozusagen ein bisschen genauer. Und bei Flip Cup ist das jetzt, wenn wir kein Silikonöl benutzen, dann fließt das alles mehr ineinander. Ja, zwei verschiedene Techniken, gleichen Materialien, ja, ein modernes Bild. Wenn es euch mein Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen mich bei Instagram und Facebook und stellen Sie eure Fragen, senden Sie mir eure Bilder. Ich freue mich auf eure Fragen und bis zum nächsten Mal, eure Dara.